Das ist mal größer. Hier, das Bild da zum Gucken. Da, wo wir, siehst du, da unten, guck mal, unten da, da groß machen. Nicht? Hast du mal Licht angemacht? Ich bin im Urlaub. Du hast einen Schatten. Es ist, ja, ich habe nicht nur einen Schatten, ey, mir ist warm. Scheiße warm. Da reden wir nochmal drüber. Warm und SCH ist was anderes. Hallo Hokkaido, hallo Welt, da bin ich wieder, der Lutze, und habe Matze mitgebracht. Ja, hi. Ja, warte mal, ich war nämlich im Urlaub gewesen. Jetzt habe ich die Matze hier neben mir. Dem ist auch warm, der ist rot im Gesicht. Und das hat keinen Bock, der sagt, der ist immer noch vollkommen urlaubsreif. Obwohl, genau. Ob der im Urlaub rumhängt oder hier zu Hause den ganzen Tag abhängt, ich sehe jetzt spontan keinen Unterschied dabei. Voll bin ich noch im Urlaub, das ist Quatsch, der hat ja erzählt. Hast du jetzt Licht angemacht? Ich mache mal ein bisschen Licht an, ich weiß gar nicht, ob das hilft, aber es ist wirklich, guck mal da, ich bin ganz gelb geworden. Du warst in China im Urlaub, nicht? Man merkt, dass die Ferien zu Ende sind, weil wir haben hier dolle Verkehr wieder, frühmorgens. Du hast Verkehr? Wir haben frühmorgens. Wir sind ein anständiger Sender. Ich habe das falsch verstanden. Ja. Ja, ne? Also Ferien sind zu Ende. Am Wetter merkt man das allerdings nicht. Es ist nämlich extrem heiß, kein Regen weit und breit. Und wie immer stellt man fest, Matze kriegt das mit dem Wetter nicht hin. Hey, wochenlang nötst du hier rum, hatte keine Sonne hast, ja, und jetzt ist es einmal schön, da kommst du wieder um die Ecke mit, ich krieg das nicht hin, sag mal. Das hast du Mack oder was? Das ist mein Schreibtisch ganz. Ja, das ist nämlich viel zu warm. 35 Grad mehr. Okay. Scheint ein bisschen die Sonne. Aber die Kinder sind jetzt in der Schule. Was haben die davon? Die müssen jetzt wieder zur Schule, was immer man so Schule nennt. Ne? Also da ist es, also ist es nicht mehr. Ja, Entschuldigung, wir waren kurz unterbrochen worden. Das war ein Break. Aber das kommt, Break. Der Breakgrund, den bringen wir nachher noch in den Bereich Weiterbatter. Genau, okay. Wir wollen uns, wie gesagt, nochmal, wie gesagt, habe ich schon gesagt? Haben wir schon gesagt. Haben wir gesagt, nein, wir haben es nochmal reingeschnitten. Danke an Matthias S. aus Borkheide für die Unterstützung. Er hat uns nämlich eine kleine Unterstützung zukommen lassen. Das geht ja super mittlerweile einfach per E-Mail, die wir auch am Ende von dem Video haben, über PayPal. Und wer uns unterstützen möchte, kann das natürlich gerne tun. Wir freuen uns darüber, weil wir machen immer Schritt für Schritt unsere Ausrüstung. Wir machen immer unsere Ausrüstung verbessern. Wir machen Ausrüstung verbessern. Wir haben versucht, jedenfalls. Es ist zu warm. Es ist definitiv zu heiß. Du solltest mal auf einen Rhetorikkurs gehen. Außerdem. Reden für Anfänger. Ja, nein, da höre ich mich ja an wie ein Fernsehansprecher hier. Das wäre auch gut. Wie gesagt, der Link für unser PayPal-Konto, den findet ihr noch am Ende vom Video. Jetzt kommen wir zu nicht so schönen Sachen, die hier in Borkheide passieren, immer mal wieder. Und zwar AG Grünflächen, die dafür da sind, dass die Bienen was zu fressen kriegen. Genau, an Sitzbänken. Genau, die haben sich Grünpflanzen und Blühpflanzen oder haben sich auf die Fahnen geschrieben, Grün- und Blühpflanzen hier in Borkheide anzupflanzen und haben das mit Schildern, mit selbstgestalteten Schildern gekennzeichnet. Und diese Schilder werden immer mal wieder demoliert. Jetzt, wie man hier sehen kann, hat man die schon auf dem Dach gefunden. Und die sind halt nicht ganz so glücklich darüber, dass der Respekt vor dem Engagement der Bürger, die zur Gestaltung und dem Erhalt des Beetes beitragen, nicht so gegeben ist, wie er sein sollte. Ja, habe ich das gut gesagt? Das hast du gut gesagt. Eigentlich, wenn ihr eure Meinung kundtun wollt, macht's doch in den Netzwerken. Da wird doch sonst alles breitgetreten, oder? Dann könnten auch die Leute, die mit irgendwas nicht einverstanden sind, einfach mal dort ganz lautstark ihre Klappe aufreißen. Aber ich glaube, da fehlt es etwas an Mut. Ja, wurde jedenfalls eine Anzeige erstattet wegen Vandalismus bei der Polizei. Man wird sehen, was dabei rauskommt. Schön ist es nicht. Lasst einfach die Pflanzen stehen. Es ist nicht Privatinitiative, sondern es ist auch mit unserem eigenen Steuergeld und aus der Kasse der Gemeinde finanziert. So ist es. Und das ist dann, generell ist es blöd, wenn was kaputt gemacht wird, aber in dem Fall trifft es ja uns auch noch. Ja. Danke dafür. Jo, dann haben wir noch eine Nachricht gekriegt und zwar vom Konstantin. Der hat uns heute mitgeteilt, dass heute Morgen ein Unfall stattgefunden hat und zwar genau an der Sparkasse. Matze, du hast es gesehen. Ich habe es gesehen, ja, aber da wir beide uns nicht zur Sensationspresse zählen und das auch nicht wollen, habe ich weder angehalten, noch ein Foto gemacht, noch sonst was. Aber es wurde uns zugespielt, deswegen können wir es hier veröffentlichen. Ich hätte es gemacht.
Du hast ja heute Morgen noch vom Urlaub geträumt in der Zeit. Ja. Ja, was immer da passiert ist, aber wie ihr hier an dem Foto sehen könnt, hat er es geschafft, in den Zaun vor der Sparkasse zu fahren. Hm. Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Trotzdem vielen Dank, Konstantin, für die Info und dann natürlich auch fürs Foto. Und auch danke, dass du uns immer schön folgst. Genau, und hoffen einfach nur, dass es keine schwerwiegende Verletzung gab. Das ist nämlich wichtig. Blechschaden ist ersetzbar, alles andere wäre schlimmer. So, dann geht's weiter. Und zwar hatten wir einen tollen Auftrag in der letzten Woche. Ja, wir waren weg. Du warst weg. Haha, konnte ich mal alleine losziehen. Muss auch mal sein. Ja, ich war bei der Firma Stofner unterwegs. Und bevor am Donnerstag die große Presse dann das veröffentlichen durfte, habe ich schon mal beim Fred Stof vorbeigeguckt und habe mal nachgeschaut, was denn da so Neues passiert. Und das seht ihr genau hier. Hallo Borgheide, hallo Welt. Ich melde mich heute aus dem Gewerbegebiet von der Firma Stof, denn hier im Hintergrund zu sehen, haben wir den ersten Elektro-Geldtransporter. Firma Stof, Groß Elektro. Fred, wie kommt es dazu? Ja, erstmal hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, danke an euch. Wie kommt es dazu? Ja, wir natürlich wollen natürlich mitgehen, auch mit den Neuerungen und dafür natürlich mit der Firma Prosegur, für die wir schon jahrelang arbeiten, haben wir das erste Fahrzeug jetzt hergestellt mit MAN gemeinsam als Elektrofahrzeug, um zu gucken, was macht die Zukunft. Ja, ist das jetzt schon Serie oder ist das erstmal ein Prototyp zum Zeigen? Also das ist für uns der Prototyp, aber wir könnten jetzt eigentlich in Serie gehen. Und die Produktionsanlagen, müssen die großartig umgestellt werden oder geht das so mit durch die normale Halle durch? Ja, das wäre natürlich so ein kleines Problem, wenn wir jetzt also mehrere Fahrzeuge bauen, natürlich Schulung. Wir haben riesen also Akkusachen hier, Strom, viel Energie im Auto. Die Akkus müssen ausgebaut werden, noch bei MAN. Insofern ist das natürlich schon noch ein größerer Aufwand. Also es bedarf natürlich ein bisschen Vorbereitung damit, wenn wir in Produktion gehen würden. Kurze Frage, die Reichweite von so einem Fahrzeug, ist ja doch ein bisschen größer? Ja, wir liegen jetzt theoretisch noch nicht getestet richtig bei 120 Kilometer. Also Innenstadt, Tour? Ich denke mal Innenstadt, das Fahrzeug geht ja nach Potsdam, ich denke mal, das wird in der Innenstadt fahren, so damit wir natürlich da bei den Fußgängern dort eben halt mit Elektro fahren können, ohne damit wir da mit Abgase unterwegs sind. Ich denke mal, das ist das Ziel, für weite Strecken wird es immer einen anderen Motor geben müssen. Optimal für die Innenstädte. Ja, auch hier kommt die Neuerung an. Vielen Dank, Fred. Vielen Dank, Matze. Tschüss von hier aus. Tschüss. Ja, tolle Sache, war so ein Elektroauto kaufen. Ja, auch so ein gepanzertes Elektroauto für unser Equipment. Ja, bis zu dir komme ich immer hin. 120 Kilometer schaffen wir da hin und zurück. Hin und zurück, 10 Mal am Tag. Naja, gut, wie gesagt, ist für den Innenstadtbereich, wenn es da reicht, ist gut. Ansonsten, wir sind auf der Flucht, wir können aber nicht weiter, weil der Akku ist leer. Naja, gut, das sind jetzt auch nicht diese wahnsinnig gepanzerten Wagen, da gibt es schon noch bessere. Aber egal, es ist ein Stück Innovation, die gebaut wird. Und wir bleiben dran und schauen, was es so Neues gibt. Auch immer bei anderen Firmen. Aber ich finde das schon mal ganz interessant, auch dass der Herr Stof uns dort immer einlädt und uns mit seinem neuesten Highlight dort versorgt. Finde ich ganz cool. Ich durfte auch, du nicht, Edgebadge, ich durfte komplett durch die Hallen gehen und durfte mir sämtliche Produktionsabläufe mal anschauen. Ich war da schon mal drin. Ja, aber nicht da hinten, wo ich war. In den Hallen. In den Heiligen. Sehr interessant übrigens. Jo, kommen wir zum Fliegerheim. Da ist immer sonntags, einmal im Monat Big Party. Ich habe gehört, du hast dir wieder die Wanne vollgeschlagen. Ich war da, du wieder nicht. Da kannst du mal sehen, wenn du weg bist, lasse ich hier die Sau raus. Ich war in Sachsen. Sachsen? In Sachsen. Was ist denn da gemacht? Nö, ich habe geguckt. Bist du rumgeguckt? Ja. Links, neben, rechts, rum. Rumgedattelt. Jo, Fliegerheim war Sunny Lunch, Matze? Ja. Wer war da? Wer hat denn gespielt? Ich? Die anderen. Search in the Roots. Suche nach den Wurzeln. Sehr entspannte Musik zum Sonntag von 11 bis 2 unter den schattigen Bäumen im Garten sitzen. Es war sehr angenehm, muss ich sagen. Denn mit Vorbereitung und Ansage. Ein bisschen Musik seht ihr gleich hier. Da seid.
Ich wünsche euch, ich wünsche mir, ich wünsche meinen Leuten ein frohes Gelingen, viel Spaß und guten Appetit. Danke. But she's gone away. And every dress she made was really fade away. And she's gone away. She's got a billy out the field like a summer rain. Summer rain in my. Sehr schön. Wann ist die nächste Veranstaltung? Wann ist die nächste Veranstaltung? Soll ich nachgucken? Nee, guck mal. Willst du weitererzählen? Dann kann ich nebenbei nachgucken. Naja, nee, wir müssen ja jetzt hier weitermachen, Matze. Ich denke mal so circa in 4 Wochen, glaube ich. Ja, genau. Da gucken wir später. Das haben wir jetzt nicht nachgeguckt. Da gucken wir später. Das kommt nochmal rechtzeitig. Ja, ich gucke nicht nach. Los, mal weiter hier. Guck's nicht nach. Gut. SV 90, Sportabzeichen. Sportabzeichentag. Du hast gar kein Sportabzeichen, habe ich gehört. Guck mal in die Sendung vor 2 Wochen bei dir. Da kannst du jetzt mal das Bild einblenden. Sportabzeichentag. Und Schwimmen ist im Waldbad übrigens. Welches Bild? Ja, das findest du schon wieder. Und Drachenfest? Drachenfest auf dem Flugfeld in Borkheide mit dem Stefan Güthoff hat er dort organisiert. Genau, und die Ines Renner hat uns informiert, dass sie ihre Flöhe tauschen möchte. Flöhe tauschen? Ja, es ist ein großer Tauschflohmarkt anberaumt. Da kann jeder seine Flöhe, die er nicht mehr haben will, tauschen mit den Flöhen vom Nachbarn. Oder vielleicht Fahrräder tauschen. Oder Wäsche. Oder Hüte. Hüte, willst du meinen? Dann nee. Steht ja da Lutze drauf, das geht nicht. Der passt ja nicht bei wenig Haare, meiner nicht bei so viel. Wobei, es wird ja langsam dünner, geht auch. Okay. Tauschen, ja. Ich glaube, Ehefrauen und Ehemänner statt nicht bei beim Tauschen. Nicht? Nee. Aber Kinder kann man auch tauschen oder so. Wenn man nicht klarkommt mit seinem Kind, tauscht man sich gegen anderes. Ja. Ja, wir tauschen dann die Plätze. Das geht auch. Ja. Okay, so, das dazu. Dann kommen wir jetzt nochmal schnell zum Waldbad. Da ist die Hölle los, weil richtig heiß. Und alles, Mats hat alles kaputt gemacht. Der hat den Kassenautomat demoliert. Am 13.09. ist im Fliegerheim übrigens der nächste Sunday Lunch. Was wolltest du jetzt sagen? Ich habe was kaputt gemacht. Ja, du hast nämlich den Kassenautomat kaputt gemacht. Das Display geht nicht mehr, weil du wieder rumdabbeln wolltest dort. Ich habe überhaupt nicht angefasst. Und deswegen sitzen die Leute ganz fleißig vorne und verkaufen Tickets. Und da soll ja so richtig was los gewesen sein. Wochenende 700 Leute ein. Na, ne? Nicht ganz. Wir haben zwischenzeitlich zugemacht, als es dann doch so voll war und die Abstände nicht mehr eingehalten werden konnten. Dann galt die im Internet angekündigte Regel, wenn es zu voll wird, machen wir einfach zu. So einfach zu ist natürlich auch nicht, sondern wenn 10 Leute rausgingen, wurden auch wieder 10 reingelassen. Aber es nimmt halt doch dann Dimensionen an, die einfach nicht mehr die Übersicht da drin zulassen. Und weil da so viele drin waren, muss das Bad am Dienstag wieder gereinigt werden. Auch das, aber das ist eine generelle Sache, dass wir das Bad regelmäßig reinigen müssen. Und das ist dann das zweite Mal und dann ist von 8 Uhr bis 12.30 Uhr das Becken gesperrt. Am Dienstag, hast du gesagt? Habe ich gelesen. Hast du gelesen, ne? Müsstest du jetzt mal lesen? Ich habe jetzt gar nicht. Ich glaube, habe ich bei Facebook gelesen, ja. Ja, denn wir haben ja schon wieder die nächsten Sachen im Kopf, denn am 6.9. der Aufruf zum Quattro Beach Volleyballturnier ab 10 Uhr. Die Mannschaften können sich jetzt bitte anmelden unter der E-Mail-Adresse presse@waldbad-borkheide.de. Da ist die Marion Naumann dahinter und die nimmt eure Anmeldung auf und stellt dann auch die Mannschaften quasi zusammen. Es geht um eine Teilnahmegebühr dann für 15 Euro. Es gibt einen Wanderpokal und meldet euch, wie gesagt, unter der angegebenen E-Mail-Adresse. Beziehungsweise wir blenden hier nochmal die Telefonnummer ein von der Marion. Na. Doch. Na. Warum nicht? Na. Sollen wir deine nehmen? Datenschutz. Das ist hier Waldbad Vereinsvorstand. Ach so, okay, gut. Dann. Das geht ja gar nicht anders. Hm. Waldbad. Waldbad. Das war's dazu. 6.9. ist übrigens dann auch für alle anderen. Machen wir auch gleichzeitig Tag der offenen Tür, denn ihr solltet alle reinkommen und so das Turnier stattfindet, den Mannschaften natürlich auch Beifall zollen und anfeuern. So. Und bevor da Schwitzen ist am Sonntag Schwitzen. Sonntag. Was?
Wo? Was? Na, die machen Triathlon wieder hier, die Jungs. Ach, hier jetzt am 16., ne? Ja, hast du vergessen. Ja, nein, Start ist in Kloster Lenin am See 2, also bis 4 in Netzen, und Lutz und ich sind dabei. Wir fahren mit der Kamera und dem Boot, fahren wir den Schwimmern hinterher. Nee, wir fahren von weg. Ich habe Rettungswesten für uns. Wie, wofür so richtig das? Orange, nicht, dass wir ins Wasser fallen und nicht mehr rauskommen. Mhm. Mhm. Hast du Angst mit mir im Boot? Mhm. Mhm. Solltest du. Mhm. Ja, und dann treffen wir uns auf der Rückfahrt dann hier beim Volker Barocki hinten im Sonnenwinkel. Könnten wir jetzt hier bei dir zum Fenster rausgucken? Das ist da hinten. Guck mal da, siehst du das? Und da geht es beim Volker durch den Garten. Da ist dann die Wechselstelle Fahrrad auf Laufen. Mhm. Und dann geht es hier hinten Richtung Fuchspass im Wald rein mit Laufen. Machst du mit? Laufen? Fahrrad fahren? Mhm. Hm? Ich laufe darüber. Du hoffst, da gibt es was, ne? Aber es ist jetzt hier kein Event mit großartigen Verpflegungen für dich. Jo, jetzt. Matze, wie sieht's aus mit Regen? Regen? Würde ich fast anfangen. Waldbrandstufe. Also egal, was gerade angesagt ist, könnt ihr alle selber nachgucken. Im Internet googeln, Waldbrandgefahrenstufe Brandenburg, kommt ihr direkt auf die Seite. Und für mich ist hier Waldbrandstufe 5, auch wenn es gestern kurz getröppelt hat, auch wenn vielleicht nur 4 drinsteht. Es ist hier im Wald gefährlich genug. Also bitte kein offenes Feuer. Und hört auf, hier irgendwelche Feuer abends anzumachen in der Gegend, auch wenn ihr hier nur zu Besuch seid. Genau. Lasst verdammt nochmal die Feuer aus. Es geht hier um Leib und Leben. Nicht nur von denen, die das Feuer dann verursacht haben, sondern auch die anderen, die es vielleicht gar nicht mitkriegen, wenn hier die Hütte brennt. Und wenn der Wald erstmal richtig brennt, dann geht es so richtig zur Sache. So ja, ist es. Weil mit so einem leichten Wind hier noch in der Baumwipfel, dann ist hier Kronenbrand. Und dann haben wir die Bilder von vor 2 Jahren wieder, die wir nicht haben wollen. So ist es. So, wie sieht dein Wetter aus? Es bleibt so, wie es ist, oder schneit es noch? Es hat geschneit. Es hat geschnitten. Hm? Auf der Zugspitze. Auf das. Ja, stimmt. Letzte Woche. Ja, hat geschnitten. Ja, aber die Zugspitze interessiert uns ja hier viel weniger. Der Strich in der Temperatur ist ziemlich gerade, über 30 Grad, nämlich um die 33 Grad die ganze Woche bis zum Freitag. Und dann gibt es einen riesigen Temperatursturz auf 28 Grad Richtung Wochenende. Kein Regen in Sicht. Maximal so, wie sagt man immer, lokale Gewitterzellenbildung jederzeit möglich, dann kann es auch mal regnen. Jedes heiße Wetter bringt natürlich ab und zu die Gefahr eines Gewitters mit sich. Dann passt auf euch auf. Was macht man bei Gewitter nicht? Ich weiß es. Ja, genau das nicht. Warum nicht? Ja, kannst du noch beim Regenschirm hochhalten, ist noch besser. Kriegst du ein bisschen Ladung geliefert? Bist du mal endlich unter Strom? Könnte man vielleicht für Elektroautos nutzen, ja, so einen Blitzeinschlag genau. Als Blitz, Ladung. So ein Ding. Werden die ein bisschen schneller? Wird eigentlich ein Elektroauto aufgeladen, wenn der Blitz einschlägt? Bestimmt. Die sind doch schneller, kommt ja hinten raus wieder. Jo, und jetzt kommen wir mal ein bisschen up to date. Kaum unbedingt mal weg eine Woche, fängt Matze an, hier anzubaggern. Ich habe angebaggert, ich habe sie alle angebaggert. Ja, toll. 30. Was hast du denn alles kaputt 30 gemacht? 30 Kubikmeter. Was hast du alles kaputt gemacht? Ich habe alles kaputt gemacht. Was hast du denn alles? Ich habe alle zerrissen, was im Grundstück war. Guck mal hier. Einfach immer. Ja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist Bruno mit dem Bagger und der baggert noch. Und Achtung! Bagger, 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 Baggerloch. Immer. Du kannst weiter drauf halten. Egal, 30 Kubikmeter mussten raus. Ich musste meine Wasserleitung austauschen. Ja, du, was willst du machen? Bagger gibt's zu mieten und dann gibt's einen Bagger fahren. Ja, in Thüringen kommst du so nicht in die Erde rein, weil alles knochentrocken und fest ist oder hart ist. Und hier haust du dreimal mit der Schaufel rein, dann bricht der ganze Graben ein. Hättest du überhaupt keinen Bagger gebraucht? Ich hätte einen Maulwurf gebraucht. Mhm. Gott sei Dank war ich im Urlaub, da musste ich nicht helfen. Ja, wenn es hier mal losgeht so richtig, weißt du, dann kannst du dich auf Lutze verlassen, weil dann weißt du genau, wenn du sagst, Riesenarbeitseinsatz, dann kannst du gucken, wer nicht da ist. Danke, Lutze! Ich bin für körperliche Arbeit nicht geboren. Man hat immer noch Ressourcen, die man irgendwo gut entwickeln kann. Matze, das war's. Wir kommen sonst unendlicher. Wieso? Wir wünschen euch alle. Wir haben so lange nicht lange Sendungen gemacht. Wir können einfach mal wieder. Die erste schöne Nachurlaubsschulwoche, fröhliches Schwitzen. Holt euch keinen Sonnenbrand. Passt auf, dass ihr keinen Sonnenstich bekommt. Trinkt nicht so viel. Wir schmeißen Matze jetzt schnell aus der Leitung. Tschüss, Matze. Als wenn du hier das sagen hättest. Und ich gehe jetzt auch. Tschüss. Tschüss. Bis demnächst. We'll be right back.
We'll be right back.